Was geht ab und was geht down und herzlich willkommen zu einem neuen Video und hier auf dem Kanal. Wenn du noch auf dem Kanal bist, lass auf jeden Fall mal ein Abo da, da bist du immer informiert über Fortnite News, über jede neue Herausforderung, immer pünktlich, jede Lösung direkt auf dein Handy. Also direkt ins Video und danach auf den Abo-Button. Peace out, more focus. Easy go. Wir befassen uns jetzt hier mit der nächsten Zone, Phase 1, Tanze auf einem Wasserturm. Und dazu landen wir jetzt genau da, wo ich markiert habe. Und ja, das ist auf jeden Fall die erste Phase, wo ihr auf jeden Fall tanzen müsst. Ist eigentlich schwer zu übersehen. Früher hat man sich wahrscheinlich immer gefragt, was das für ein rundes Ding hier ist bei Retail Raw. Aber jetzt hat sich das Geheimnis gelüftet, es handelt sich hier um einen Wasserturm. Ja, moin, Digga. Das war's komplett, deswegen einfach am besten. Gut, schenken wir ihm jetzt die Kiste. Er wird wahrscheinlich dann versuchen, direkt jemanden zu töten. Das wäre richtig assi. Ja, auf jeden Fall hier müsst ihr dancen. Das wäre dann die Phase 1. Gönnt euch auf jeden Fall den Tanz, damit ihr schnell die Herausforderung abschließen könnt. Und wir gehen jetzt direkt weiter zu Phase 2. So, meine Freunde, in Phase 2 wäre das hier der Jagdturm, worauf ihr tanzen müsst. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Das sieht alles sehr, sehr knapp aus. Oh, fuck. Vielleicht reicht es noch zum Tanzen. So, auf jeden Fall. Hier müsst ihr tanzen. Korrekt, Basis. Ja, das war Phase 2 und wir gehen jetzt direkt rüber zu Phase 3, More Focus. So, da sind wir auch schon in Phase 3. Bei Frosty Frights liegt das Ganze. Ich habe das Ganze hier mal für euch markiert. Das ist hier da, wo der Turm ist. Ihr könnt es schon sehen, da landet ihr einfach direkt oben drauf. Ihr werdet natürlich nicht die Einzige oder die Einzige sein, die da landen, aber ich denke mal, die werden so korrekt sein und euch tanzen lassen. Ihr müsst ja nur kurz 2 Sekunden tanzen. So, das reicht schon aus. Das waren alle 3 Phasen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Guckt euch auch die anderen Herausforderungen an. Ich bin immer pünktlich und versuche euch immer mit dem neuesten Fortnite-Stuff zu versorgen. Und deswegen würde ich sagen, abonnieren, liken, teilen nicht vergessen. Peace out, more focus.